Wenn ich die Stunde da nehme, kriege ich dann einen anderen Preis. Holy moly. Jo, wir sind wieder bei Hillbillys vegetarischer Grill-Action. Das bedeutet aber nur, dass der Vegetarier grillt und das Fleisch auf dem Grill liegt. Das wird heute keine Kochsendung, sondern bleibt dabei. Nachher gibt es noch was zu gewinnen und da geht es eher um Bücher. Also, bis später. So, das volle Programm liegt drauf. Super Sache. Hallo Freunde. Grill-Action vorbei. Stinkt schon wieder wie ein Räucheraal. Also besser gab es für mich bis gerade auf den Salat, aber was sonst, ne? Wenn ich noch was mache, gibt es Flüssigkeitsverlust. Wie im Opa Eckle, da brutzelt bei uns die Sonne mal richtig gut, ja. Wunderbar. Ja, wir wollen hier nicht saufen. Ja, sind wir noch ein bisschen Schnitzelwein heute dabei. Ja, wunderbares Wenger war heute mit dabei. Ranger Wood 55, ihr kennt's. Cooles Messer. Die Firma ist leider schon Geschichte. Es gibt noch Restposte. Ich würde mal nicht mehr so lange warten, ne? Für so ein schönes Ranger Wood. Herrlich. Eines der größten Schweizer Messer. Cool. Mit Kettensäge. Flaschenöffner. Doseöffner. Korkenzieher. Alle. Alles, was man braucht. Aber was haben wir denn noch dabei? Genau. Noch Zeiten, bevor es so Internet und alles gab und Playstation und sonst was, halt so eine gute alte 80er Jahre, da hat man halt viel gelesen, gell? Auf dem Speicher liegen noch ca. 1000 Bücher rum, eingepackt in Kartons. Habe ich gar keinen Platz mehr heute zu in der Wohnung. Und man kommt eigentlich auch nur noch selten zum Lesen. Und ja, früher hat man sich halt viel Bücher besorgt, wenn man irgendwas wissen wollte. Heute geht man zur Wikipedia. Naja, ob das das Weisheit letzten Schlusses ist, weiß ich auch nicht. Ich habe gern Bücher gelesen früher. Geschichte war mein liebstes Fach. Aber da habe ich dann doch jetzt vor ein paar Monaten mir so ein Amazon Kindle besorgt. Und ja, seit dort nehme ich mir immer wieder mal die Zeit, ein bisschen was zu lesen, weil das Ding hast halt dabei. Da hast du dann natürlich dann auch einen Haufen Bücher mit dabei, ohne wirklich das Zeug in der Gegend rumschleppen zu müssen. Und wenn du also dann mal die Zeit findest, kannst du da doch wieder was lesen. Bin gerade dran an der Porterville-Geschichte. Hab mir jetzt noch runtergeladen Teil 8 und Teil 9. Bin aber noch gar nicht zum Lesen gekommen. Ja, Sniper, das war jetzt wohl der falsche, ne? Chris Kiley, nee. Hier, Porterville. 6, 7, 8, 9, da unten. Da bin ich gerade dran. Und jetzt steht er dann Sommerferien vor der Tür. Dann werden wir da mal schön weiterlesen können. Und es ist eigentlich eine feine Sache, im Urlaub dann hier auf dem Kindle zu lesen. Das ist eine coole Technik, muss ich echt sagen. Passt echt, hast immer schön dabei. Da hast du immer Dutzende von Büchern mit drauf. Wenn irgendwo eine Neuerscheinung ist, bist du gerade scharf drauf. Ein Klick und du kannst sofort anfangen zu lesen. Ja, da wären wir eigentlich schon beim Thema. Was lest denn ihr gerade hier als Sommerferienlektüre? Wo die ganzen nur zu Hause bleiben. Was ist eure Lektüre im Sommer? Und da machen wir einfach eine kleine Action draus, ne? Die letzte ist ja schon vorbei, hier die Hochwasser-Action. Jetzt wird Zeit für eine neue Action. Urlaubs-Action Nummer 1. Macht mir eine Videoantwort einfach zu eurer aktuellen Urlaubslektüre. Und als Präsente habe ich hier von Michael von der Jesaja Knife Distribution zwei Taschenmesser bekommen. Natürlich, coole Sache. Von der Firma Real Steel haben wir hier noch ein schönes
M6 bekommen, den Coyote. Richtig geil. Schönes M6 Coyote. Mit, na, kennt ihr ja, ne? Kurzschneider und Dosenöffner und hinten Glasbreaker. Das wird es geben in der Verlosung hinterher unter allen, die hier ein bisschen mitmachen und was erzählen über ihre Sommerbuchlektüre. Ich lege da noch eine Tüte scharfes Zeug mit rein. Das ist gut für Notfälle, wenn es einem zu kalt wird beim Lesen, kann man sich da aufwärmen. Und was haben wir noch? Mal jetzt eine, noch ein weiteres. Hier ist hier gespendet von Michael. Genau, ein großes Real Steel T96 mit Sicherheitsverriegelung. Auch dieses Teil in Coyote, heute alles im Coyote Braun. Auch das hier wird es geben als jo, ersten Preis, sage ich mal. Und das M6 als zweiten Preis. Auch hier lege ich noch eine Tüte scharfes Zeug mit rein. Also ihr seht's, für alle zu Hause gebliebenen, die nicht in Urlaub fahren, es lohnt sich hier mitzumachen. Erzählt mir was von eurer Urlaubslektüre. Macht eine Videoantwort. Stefan, bei dir denke ich jetzt zum Beispiel mal an so ein cooles Novel. Hier diese deine coolen Comicbücher. Und ja, spielt eigentlich keine Rolle, ob das ein E-Book ist oder ein echtes Buch, das ihr am Lesen seid. Oder PDF auf dem Computer. Hauptsache ihr erzählt mir was über eure diesjährige Sommerlektüre. Und ich werde jetzt hier mal noch schön gemütlich anfangen mit Porterville Folge 8. Und hier geht's los. Die Chronistin des Bösen. Jawohl, Porterville Folge 8, eine coole Science-Fiction-Serie. Da muss man ganz schön aufpassen, dass man da mitkommt. Vor allem, wenn dann ein paar Wochen zwischen den einzelnen Ausgaben sind. Schwerer Stoff, ja. Und immer, wenn es richtig spannend wird, ist fertig mit dem Kapitel und dann muss man warten, bis das nächste rauskommt. Lange Geschichte, ne? Und da kommen noch ein paar Folgen. Ich glaube, das sind 16 oder 18 Teile, die da kommen. Also wird noch spannend. Müsst ihr mal reinlesen. Ich werde den Link drunter hängen. Porterville. Coole Geschichte. Also Leute, macht mit. Schreibt mir, oder nee, macht mir eine PN über euer Sommerferienlektüre und euer Sommerferientaschenmesser. Und ja, das lassen wir mal die ganzen Ferien laufen. Irgendwann so Ende August oder so. Ne, was haben wir jetzt? Mitte Juli? Ja, wenn die Sommerferien, die Betriebsferien hier in Baden-Württemberg vorbei sind, ist es irgendwann so zweite, dritte Augustwoche. Werden wir mal hier mal unter den ganzen Einsendungen die beiden coolen Real Steel Messer verlosen. Also Leute, kramt euch was raus zum Lesen. Immer vor der Glotze hängen ist auch doof. Lesen bildet oder unterhält gut. Und wenn ihr das nicht macht, dann schaut YouTube Hillbilly TV. Also Leute, bis dahin, viel Spaß im Urlaub. Ah, lasst es euch gut gehen wie mir. Und immer schön an der Flüssigkeitshaushalt denken. Und schön was lesen. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Ihr beiden. Gute Video auf dem Kanal.